Moin moin und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Mountain Blade Warband mit mir zusammen, dem Malte. Ja, letztes Mal konnten wir unseren glorreichen ersten Frieden schließen. Wir haben es geschafft, nach einer letzten endgültigen Entscheidungsschlacht die Nord so weit zu bewegen, sie aus dem Krieg zurückzuziehen. Das verschafft uns insofern auf jeden Fall genügend Luft, als dass wir jetzt von der Defensive reingehen können. Die Offensive, dann muss ja schon sagen, auch wenn wir natürlich ein paar Dinger erobert haben, de facto war dieser Krieg mehr oder minder seit dem Zwei-Fronten-Geschichte ein Verteidigungskrieg. Ja, wir haben das letzte Mal schon die Ziele ausgemacht. Burg Damurg und Rivardin. Wir besiegen zuerst die Ostfront und kümmern uns dann nochmal um Westen, damit wir die hier nochmal von der Schnauze weg haben. Konnten beim letzten Mal auch Burg Dercius nochmal voll auffüllen auf 100 Leute. Sind jetzt mit 80 Männern unterwegs und ich würde sagen, damit kann man schon mal eine Burg belagern gehen. Vorausgesetzt, sie ist hier nicht wie Rindia unterwegs. Mit so gefühlten 50.000 Truppenteilen. Und da hinten können wir einen 152er mal eben besiegen. Der 30er ist mir egal, aber 152 ist doch ein bisschen dicker. Vor allem, wenn er sich noch eine Burg zurückziehen sollte. Da habe ich jetzt persönlich keine besondere Lust drauf. Dementsprechend müssen wir den nochmal eben ganz fix aus dem Weg schaffen mit unseren Männern. Weil, ihr könnt euch ja vorstellen, ne? 100 Leute, sag mal, Pi mal Daumen in der Burg über den Daumen gepeilt und dann dazu noch 150 weitere, 250, ja, das könnte mit 70 dann doch schon ein bisschen knapp werden, wenn wir nicht mehr den berittenen Vorteil haben. Ja gut, Mauern hochreiten ist halt auch ein bisschen schwierig. So, okay, da hinten ist der einzige Reiter, aka der Fürst, das heißt, wir haben es hier tatsächlich mal einmal wieder mit einem reinen Rodok-Trupp zu tun. Auch eine Seltenheit. Mittlerweile, der Spielstand gerät ja, glaube ich, schon, ja, doch schon so rund 2 Jahre. Dementsprechend haben sich die Truppenteile hier schon erheblich vermischt. Also ist schon einiges passiert in der letzten Zeit. Muss man schon mal so sagen. So, neue Feinde eingetroffen. Wo ist der neue Pulk? Oder ist der neue Pulk da? Nee, das kann nicht sein. Ist hier noch irgendwo der neue Pulk? Oder war das... Na, da unten ist er. Genau hinter meinem Rücken. Alles klar. So, dann wollen wir mal gucken. Aber das ist ja auch alles wirklich nur Rekrutenzeug. Und ich muss mal den Controller ausstupsen. Ey, das sind immer die gleichen Fehler bei mir. So. Mein Gott. Aber ihr wisst ja, hochprofessionell, wie das Ganze hier zugeht, kann man sich sowas ja immer mal wieder erlauben. Nur ich muss es jetzt nicht unbedingt haben, dass mir die Konsole hier wieder, der Controller hier wieder auf dem Schreibtisch rumvibriert, bei jedem Treffer, den wir erhalten. So. Na toll, da sind wir einmal schön ins Derek, glaube ich, gerannt. Ich glaube, vom Prinzip her passt das. Wir ziehen uns mal auf eine erhöhte Position wieder zurück und lassen die Jungs da arbeiten. Denn ich denke mal, das sollte jetzt klar gehen. Letzten paar fliehenden Einheiten. Da hinten muss logischerweise noch irgendwas sein. Na, jetzt haben sie es. So, sehr schön. Dann nun wieder Blick Richtung eigentliches Ziel. Ach, er gibt sie auch noch gefangen. Ja gut, dann komm nochmal her. Nehmen wir dann nochmal ein paar Gefangene mit. Kostet ja nichts. Na, so passt. 2 Sachen nehmen wir hier nochmal mit. So, es können einige Soldaten befördert werden. Das ist nochmal wichtig, denn Waffenknecht und Ritter, das ist dann doch schon ein Unterschied, wenn es um Belagerung geht. Ja, Verheert wird wieder ein Dorf. Das ist mir, wie gesagt, relativ egal gerade. Gucken wir jetzt mal lieber, was in Dramuk da steht. Nur 110 Leute, dafür aber sogar auch 20 Gefangene, die man sofort übernehmen könnte. Sehr, sehr schön. Also, so gesehen optimal. Ich habe jetzt auch nicht gesehen, dass die da jetzt besonders gut wären. Vielleicht könnte man das Ding ja relativ schnell nehmen und dann im Idealfall sogar vielleicht noch heute besetzt kriegen. Ach, 30 Leute. Ja, komm, verpisst euch. So, verlangt mal ein Treffen mit dem Befehlshaber. Vielleicht ergeben? Nö, warum denn auch? Gut, dann führen wir halt den Angriff jetzt. Oh, ein bisschen Distanz ist das doch hier. Hasse ich Rodocker. Ja, oder können das hier schön mit den Armbrusten da oben runterschießen, da oben, das auf dem Balkon. Die finde ich besonders witzig. Ah, au, 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 au. Ja, sobald wir oben sind, geht es, aber... hey, so eine Scheiße. Naja. Angreifer sein ist immer etwas ekelig. So, jetzt müssen wir hier... Und auch nochmal beteiligen. So, erstmal ein bisschen Platz schaffen. Vor allem müssen wir jetzt irgendwie hochkommen. So eine kleine Brücke schlagen. Na, ja, sieht gut aus. Wir sind gleich oben. Ja, 2 bewusstlose Ritter auf unserer Seite. Oh, nein, das war ein Fehler. Das war ein Fehler. Oh, 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 oh.
What the hell? Geile Rutsche, aber das mag ich nicht nochmal machen. Ach du heilige Kacke. Aua. Solide 18 Schaden habe ich hier gerade kassiert. Willst du mich verarschen? Ja, gut. Das war natürlich jetzt ein richtiger Königsmove. Erst runtergleiten und sich dann nochmal so ein Viertel seines Lebens wegziehen. Und 3 tote Ritter. Ey, Jungs, kommt schon. Bisschen was könnt ihr da vorne tun. 4. toter Ritter in Folge. Na, endlich. Wenigstens jetzt mal 4, 5 Leute wieder, die wir umlegen. Das ist jetzt tatsächlich zahlenmäßig unterlegen. Darf man nicht vergessen. Alter. Also die Jungs stellen sich auch ein bisschen doof an. Und das gefällt mir irgendwie auch nicht wirklich. Aber wir haben jetzt immerhin geschafft, die Brücke zu schlagen. Dementsprechend kommen wir wenigstens hoch. Also die Verluste sind ein bisschen höher, als ich es zunächst vermutet hatte. Hatte mir ein bisschen weniger gerechnet. So, jetzt sind wir zumindest oben. Oh, wollen wir hier nochmal schnell mitmischen, bevor dann noch ein paar Leute von uns draufgehen. So, haben wir die. Hier hinten ist nichts mehr. Das heißt, die einzigen dürften noch die da oben auf dem Balkon sein. Dann wollen wir uns jetzt ein bisschen in Acht nehmen, beziehungsweise da kommen schon die Truppe. Oh, das finde ich witzig. Das sehe ich mal ganz kurz zu. Wie die sich halt durcharbeiten. Da rechts der eine, der muss bestimmt schon übel Panik schieben. Hilfe, Hilfe! Ja, das ist natürlich die Scheiße, wenn du oben auf so einem Balkon stehst. Keine Fluchtmöglichkeit, naja, er könnte springen, ne? Würde ich in seiner Stelle präferieren, andererseits stehe ich hier unten. Ja, jetzt ist ja alles okay. Sag mal, wollt ihr den letzten noch platt machen? Dankeschön. Ach, da ist noch was. Das war noch nicht alles? Hab ich was verpennt? Hier unten? Okay. Wo ist denn hier noch was? Da hinterm Haus, oder? Ja, da muss er hinterm Haus sein. Ja, da sind noch 2, 3, auch sogar ein paar mehr noch. So, jetzt haben wir es. Sehr schön. Gut, okay, jetzt muss ich mir gleich mal Verluste müssen zählen. Also ein paar waren da schon. 8 Tote. 8 Tote, das heißt, wir sind schon doch unter 70. Ja, nee, doch noch knappe 70. Haben auch Glück gehabt. So, wir stellen natürlich erstmal alles ein, was nicht und nagelfest ist. Können ja sowieso alles gebrauchen. Dann wollen wir die gleich mal reinstellen und dann müssen wir, denke ich mal, zusehen, dass bevor wir irgendwie weitermachen, wir dann nochmal eine große Rekrutierungsrunde alleine auch schon für uns hinlegen. So, okay, 3 Sachen, ne, 4, 5 sogar, ein paar mehr, immerhin. Können nochmal das Geld nochmal mitnehmen hier. So, wird natürlich für uns selbst verlangt und... stationiert eine Garnison. 3 Wachmänner, das heißt 3 Bauern, 3 Wachmänner, die Kergit-Bogenschützen, etc., etc. So, wenn ich mich nicht irre, müssten da jetzt 20 Leute immerhin drin stehen. Geben wir es aber erstmal noch zur Halle, vielleicht ist ja sogar noch wer. Ne, tatsächlich nicht. Gut, dann hat sie das auch schon erledigt. So, dann mal raus hier. Ja, dann haben wir jetzt auch offiziell die erste Vegir-Provinz jetzt erobert, also die ursprüngliche Kern-Vegir-Provinz. Da haben wir uns jetzt also auch schon breit gemacht. Das heißt, wir haben jetzt natürlich einmal, zweimal Nord, ein bisschen was von Rodok und hier Vegir. Das heißt, wir haben noch nur noch keine Truppen, könnten wir rekrutieren aus Kergit und den Sarandidischen Reich. Das sind noch so die offenen Dinger. Gut, so, wie viele Leute stehen jetzt hier drin? 20 Stück, sehr schön. Das mit den 30 ist natürlich vielleicht ein bisschen ärgerlich. Gehen mal kurz schnell hier rüber. Versuchen jetzt mal eben fix hier so ein bisschen was gut zu machen. Alles geplündert. Ja, Ushkuru geht noch. Edadal da hinten ist auch geplündert. Imarin läuft auch noch. Okay, da, also 3 Dörfer, mit denen wir zumindest die schnelle Erstversorgung machen können. Nein, wir werden das Angebot schön weiter zurückweisen. Habe ich keine Lust drauf. So, Ushkuru. Niemand sich gewillt, uns anzuschließen, das war ja klar. Aber jetzt noch bitte schnell Imarin. Dankeschön. Auch niemand gewillt, sich anzuschließen. Dann gehen wir nach rechts und sehen uns dort nochmal um. Beziehungsweise können jetzt
nochmal eben Milizen draus machen, dann zumindest mit den Milizen schon mal schnell absichern. Weil da vorne war dieser 130er-Typ und das ist mir dann doch ein bisschen zu gefährlich. Also stationieren die Garnison, stationieren die 8 Leute nochmal hier. So sind wir zumindest so weit, dass die gegen die 30 vielleicht eine Chance haben. Oh, 100 kommen hier unten. Ja gut, der Kollege hat was mitgebracht. Dann wollen wir mal zusehen, dass wir den einen schönen Befang bereiten. Okay, der 30er ist ausgewichen, aber immerhin kriege ich den hier. So, derweil ist übrigens die Bodenstation in Brooklyn vollendet. By way, und jetzt haben wir hier wahrscheinlich dann einen Kergit-Fürsten. So sah das zumindest schwer nach aus. Ja. Wie gesagt, wir sind mittlerweile echt ein bisschen reduziert. Das gefällt mir nicht. Also klar, wir könnten jetzt ja jederzeit Frieden schließen, so ist es nicht. Aber Rivardin möchte ich dann doch noch ganz gerne mitnehmen. Noch eine Großstadt. Boah. Aber richtige Pferdegeschichte hier. Ah, Mist, voll auch noch daneben geschlagen. In sämtliche Richtungen, jetzt haben wir es. So, du auch noch. So, ja, jetzt geht der ganze Spaß natürlich richtig los. So, schnell mal unter die Leute mischen. Wie gesagt, das Wichtigste sind so mal die ersten paar Dinger, dass wir hier möglichst viele rausnehmen. Also ich bin jetzt persönlich nicht ganz so erfolgreich, aber immerhin kriegen es wohl meine Ritter ganz gut hin hier. Denn wenn du das nämlich nicht schaffst, dann kannst du erstmal eine ganze Weile die Jungs hier jagen gehen. Weil seht ihr, wie schnell einfach allein schon der fette Lanzenreiter ist im Gegensatz zu mir. Dann bleibe ich kaum dran. Also ich glaube, der gewinnt sogar Land. Weil den möchte ich dann doch noch ganz gerne haben. So, der scheint zu fliehen, ne? Ne, jetzt dreht er ab und jetzt habe ich ihn. Oh, mit dem Schild geblockt. Mist. So, den konnte ich dabei noch abräumen. So. Sehr schön, das haben wir. Ja, das sind ja die wichtigen großen Truppen. So, der ist geflohen. So, jetzt müssen wir wieder ganz kurz hier mal in die Ferngasperspektive gehen. Weil ich glaube, wir finden jetzt hier nichts mehr auf schnell. Da hinten ist noch einer. Ja, mal gucken, ob wir da irgendwie noch was machen können. Aber der flieht auch. Viel, viel, viel zu schnell für uns. Keine Chance. Mein Gott. Nö. Aber wir scheinen das Ding gewonnen zu haben. Ja, doch. Okay. So, machen wir mal da einen Haken hinter. Jetzt das Korn neu verteilen. Das Brot hier oben hochziehen. So, und können dann jetzt hier noch... ein Lamellenharnisch. Der ist sogar sehr solide. Da muss ich ja gleich schon mal nach meinen Mates gucken, wie das da aussieht. Ob die da nicht vielleicht den gebrauchen könnten. So, machen wir da erstmal einen Haken hinter. Jetzt habe ich sowieso wieder ein bisschen mehr mitgenommen, als ich eigentlich wollte. So, die 7 verstreuen sie jetzt in alle Winde. Um die 30 machen wir jetzt keine Sorgen. Ich denke nicht, dass die es wagen werden, die Burg zu belagern mit 28 Verteidigern. Das ist dann, glaube ich, doch ein kleinen Tacken zu viel. Ich hoffe es zumindest. Da fällt mir gerade ein, ich muss gleich nochmal sowieso umdrehen. Aber jetzt eins nach dem anderen. Erstmal jetzt hier ein bisschen Land gewinnen. In dem Inventar. Dann den Lamellenharnisch, den positionieren wir ganz kurz um. So, hol nochmal 2 Brot, 3 Korn nach. So, gibt immerhin 1000. Ah, dann können wir jetzt nochmal ganz kurz die Schenke betreten. Vielleicht gibt es hier gerade mal einen Söldner. Ja, siehe da, gibt es sogar tatsächlich Söldner. Kommt mal eben mit. Die können wir jetzt durchaus gebrauchen. Wie gesagt, an Geld mangelt es ja tatsächlich momentan nicht. So, ja gut, den Grafen müssen wir ein Weilchen mit uns rumschleppen, beziehungsweise wir könnten ihn eigentlich auch in der Chios parken. Was mir nämlich noch vorhin aufgefallen ist, gehen wir noch ganz kurz nach Emmerin. Ne, okay, so schnell geht das dann doch nicht, schade. So, gehen wir nach der Chios. So, lagern diesmal hier die Gefangenen wieder zwischen. Dass sie zumindest nicht sofort abhauen. Genau, Botenstation wird hier nämlich schon gebaut, aber dort hinten noch nicht. Da muss ich nochmal ganz schnell hinterher. Weil das wäre jetzt doch ein bisschen blöd. Wenn uns deswegen die ganze Geschichte abhanden kommt. Okay, dürfen wir auch nicht. Ja, und von dem Dorf will ich nicht. Das sind Vegiertruppen. So, verwalt die Burg, baut eine Botenstation. Sehr schön, danke. So, machen wir da einen Haken hinter. Jetzt müssen wir tatsächlich uns einen kleinen Plan überlegen. Ich glaube, jetzt müssen wir tatsächlich eine größere Rekrutierungsrunde ziehen, weil hier hin im Osten ist nichts mehr zu holen. Ja, müssen wir nach Westen in die Dörfer und beten, dass wir dort noch auf das ein oder andere etwas heilere Dorf treffen.
wie gesagt, hier im Osten ein bisschen zu stark geplündert. So, erster Halt wäre dann wohl Chide da hinten. Erster heile Dorf. So, derweil nochmal hier kurz gucken, aber hier scheint keiner mehr zu kommen. Olivia wird angegriffen, das ist jetzt nicht so wild. Nein, Angebote werden weiterhin ausgeschlagen. Unsere Wirtschaft brabbelt sich halt sowieso. Und Kergit erklärt den Krieg gegen Vegir. Da muss man kurz dazwischen bremsen. Weil für die Vegir-Jungs als absolut schwächste Fraktion gerade ist das der wichtigste Krieg wohl überhaupt. Weil sie müssen einfach zumindest Kurath wieder bekommen, damit sie wirklich noch irgendeine Schnitte haben. Bekommen die Kurath nicht wieder, beziehungsweise schafft es noch Kergit noch irgendwas hier zu nehmen, sind die tot. Beziehungsweise dann halt Kergit vielleicht auch bald so mächtig, dass die ihre Landbrücke herstellen könnten zu ihren Territorien. Und da muss man echt sagen, das könnte auch noch eine zähe Nummer werden gegen die Jungs. Also währenddessen wir uns hier im Westen doch ein bisschen bemüht haben, unsere Position zu festigen, machen die beiden das so ein bisschen im Osten unter sich aus. Müssen wir gucken. Auf jeden Fall ein Auge drauf haben, was da passiert. So, jetzt aber ab ins Dorf. Rekrutiert ein paar Freiwillige. Sieht's hier aus. Oh, sehr schön. Alles ist fertig soweit. Passt. Gut, das heißt, wir können jetzt rübergehen und jetzt hier diese Dreierkette mitnehmen. Auf nach Ibran. Ach, jetzt habe ich gerade den Grafen vergessen. Ja, shit, den muss ich nochmal eben abholen. Gut, also noch einmal zurück. Immerhin, wie gesagt, jetzt ein bisschen karawanmäßig was unterwegs. Gut, einmal umdrehen. Dann können wir die Jungs da glatt schon nochmal wieder abliefern. Um uns dann auch nochmal gegen die nächsten Truppenanzahlen weiterhin zu verteidigen. So, Toshta dürfen wir auch noch hin. Und da sind sogar ein paar Banditen. Das heißt, gratis Beziehung mit dem Dorf. Nehmen wir natürlich gerne mit. 54 Stück ist jetzt auch keine so große Anzahl. Ah, kommen sogar mit ein paar Pferden. Nicht, dass uns das gefährden würde. Ha, gefährden, Pferden. Naja, okay, Malte, lass die besser bleiben. Aber, ja. Halt fürs Protokoll. Also nicht der Witz, sondern die Tatsache, dass sie Pferde haben. So. Können wir hier genau ein paar Jungs da runterschlagen. Dass sie zumindest nicht mehr nervig wegreiten können. Och, berittene Bogenschützen, ich hasse sie. So. Achso, der ist ganz tot. Ja, der ist ganz tot. So, dann nehmen wir uns nochmal den hier eben an. Hier können wir auch nochmal eben zu lang. Gut, sehr schön. Haben wir es? Fehlt noch was? Ich glaube nicht. Ja gut, da hinten noch ein bisschen, aber das kriegen die Jungs wohl, glaube ich, auch ohne mich hin. Oder? Ja, haben sie gerade so hinbekommen. Gut, okidoki. So, dann dahinter mal einen Haken machen. 5 Verwundete bei denen ist uns egal, aber wir weisen natürlich das Angebot zurück und können mit 7 gratis Beziehungen abholen und uns ein bisschen an Rekruten weiterhin verstärken. So, jetzt zur Burg Derchios. Hier müssen wir jetzt die Gefangenen mitnehmen. Garnison, Leute rüberziehen. So, okay, und ja, dann wollen wir jetzt nochmal eben ganz kurz die Leute absetzen. Dann können wir da, wie gesagt, noch einen kleinen Haken da machen. Nochmal 2 Leute, die wir hier noch mitnehmen dürfen. So, Burg Dramurg, da hinten läuft schon wieder einer rum. Stationär in der Garnison, so 11 und 5 und die 4 Landsknechtschützen. Heißt, wir haben jetzt hier schon mal immerhin 48, das ist ja schon fast die Hälfte. Jetzt bräuchten wir noch ein bisschen qualitativere Truppen und Uxkal wird belagert von Rodok. Stopp. Das heißt natürlich jetzt ein definitiver Abstecher, ein ganz schneller nach Uxkal. Das wird auch ein bisschen öfter belagert. Ich glaube, wir müssten da echt mal drüber nachdenken, nach dem Krieg, ob wir dort nicht vielleicht auch nochmal als zentralen Schalt- und Waldpunkt unsere Befestigung verstärken, also uns da noch ein bisschen weiter aufrüsten. So, wir kriegen gerade 10.000, habe ich gesehen, von Burg Dramurg. Hier, genau, das ist ein bisschen sehr viel. Das heißt, wenn wir die wegrechnen, kommen wir auf, plus 200 nur noch. Das mit den Nordsfrieden, das war schon Zeit. So, jetzt aber mal gucken, dass wir da mal ganz schnell hinkommen. Oh, ja, Jungs, das wird ein unterhaltsames Spielchen. Lass mal kurz anfangen zu rechnen. 210 plus 70 sind 280, 380, 390. Ja, 420 gegen unsere 71. Unterhaltsamer Nachmittag. Dabei haben wir schon 150 fast. Da müssen wir auf 200 aufstocken.
Ja, die kommen ja auch wieder mit einem ganz schönen Tross. Ja, die haben doch noch ein bisschen was zusammenkratzen können, das muss ich ihnen ja lassen. Ja, aber wir sind soweit fit. 65, 400. Ja, das könnte ein bisschen eklig werden. Mal gucken. Ja, zeitlich sehen, wir haben ja so gesehen theoretisch noch 10 Minuten, beziehungsweise ich wurde darauf hingewiesen von euch, oder zumindest von einem der Zuschauer, dass ich doch ganz gerne ein bisschen mehr Laufzeit hätte. Dementsprechend möchte ich dem ganzen Jahr jetzt wohl mal entgegenkommen, indem ich sage, wir schließen natürlich jetzt uns dieser Schlacht hier ein. Und wollen mal gucken. Wir werden bis zum Ende kämpfen. 71 gegen 360. Habe ich mich jetzt doch ein bisschen verrechnet oder hat es nur einer geschafft, sich nicht anzuschließen? Das wäre natürlich ganz nett. So, wir kommen mit wie vielen Leuten? 29 sogar, das ist doch noch ganz ordentlich. Ah, die kommen auch mit vielen Pferden, ne? Das sind. Ey, das sind bestimmt mindestens zwei Kergit-Fürsten. Grrr, also ehemalige. Ja, Jungs, also wenn wir so auf solche Mischarmeen treffen, kann das dann doch schon irgendwann mal echt ekelig enden. Deswegen müssen wir jetzt zusehen, dass wir da echt ein bisschen was wegziehen von denen. Ich glaube, ich kümmere mich tatsächlich auch nochmal lieben gern um die Infanterie zuerst. Weil da kriegen wir einfach ein bisschen Masse weg von denen. Ja, gut, okay, wenn wir jetzt gerade sowieso auf Pferde treffen, muss ich natürlich auch noch was tun. Also, wie gesagt, jetzt bin ich doch ein bisschen mal wieder gefordert. Weil das könnte für unsere Jungs alleine doch ein bisschen schwierige Geschichte werden. Vielleicht sollte man auch hier sonst über einen zeitlichen Rückzug mal nachdenken. Sollten die Verluste dann doch gleich noch wieder auftreten, weil die können wir uns halt jetzt nicht erlauben, sondern nehmen wir lieber nach diesem Ansturm nochmal neue zahlenmäßige Überlegenheiten mit. So, den haben wir schon mal umgehauen. Erster, ja, Katrin wurde umgehauen bei uns. Na, den haben wir nicht getroffen. Dann jetzt mal hier ein bisschen auf dem Boden wieder arbeiten. So. Ja, verlustmäßig sieht das aber noch sehr, sehr okay aus. Oh, jetzt noch viel mehr Kergits. Na, Prost Mahlzeit. Immerhin kommen wir den Lanzenreiter umhauen. Den können wir auch wegflügen. Aber unsere Ritter könnten hier Probleme bekommen, deswegen aufpassen. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste, oder wie war das noch? Und da vorne, ja, da hat sich jetzt einer festgebissen. Dem müssen wir helfen. So, konnte sich zumindest jetzt ein bisschen befreien. Jetzt natürlich selber aufpassen, dass wir da nicht in irgendeine Falle geraten. Weil da kommt man schlecht raus und wenn wir da irgendwo rumstehen, so ein leichtes Ziel für die Armbrustschützen. Und ihr wisst ja noch, gerade eben von der Belagerung, da kann auch mal ein Viertel des Lebens weg sein. So. Haben wir den auch erwischt? Es sind halt noch die ganzen nervigen Kergit-Einheiten. Aber ein paar Bodentruppen gibt es noch. Also wenn gleich die ganzen Bodentruppen weg sind, dann werde ich mich, denke ich, wohl zurückziehen. Aua. Shit, da sind wieder 8 Lebenspunkte weg. Und noch mehr Einheiten von denen, beziehungsweise das scheint ein Graf zu sein. Nicht vernünftig getroffen, schade. Und wo bin ich denn jetzt gegen gerannt? Ach, gegen Baum. Ja, Malte, Augen auf der Straße, ne? So. Na, wollt ihr mal? Danke. So, jetzt haben wir ein paar Nordeinheiten hinter uns herlaufen. Da können wir auch nochmal irgendwas gegen tun. Wie gesagt, das sind einfach nur zahlenmäßige Geschichten, die dann jetzt immer runter sind vom Konto. Da vorne auch noch ein bisschen Infanterie. Oh, da ist jetzt auch einer unserer Ritter vom Pferd gestoßen worden. Ja gut, der ist jetzt natürlich tot. Da kann ich jetzt nur irgendwie versuchen mitzukloppen. Aber ne, da gibt es keine Hoffnung mehr. Der wurde bewusstlos geschlagen, immerhin nicht getötet. So. Sehr gut. Und da ist der nächste Tote bei uns. Wie gesagt, für uns geht es ja wirklich um jeden Toten. So viele Leute haben wir nicht. So, kann ich zumindest treffen. Einmal abdrehen und wieder Richtung Infanterie. Voll daneben, weil der Typ jetzt gerade in die Flucht übergegangen ist. Jetzt haben wir ihn. Der macht mir noch ein bisschen Sorgen. Alter, das war bestimmt das zweite Mal, dass ich den getroffen habe. Oder ist das doch kein Fürst gewesen? Nee, war doch kein Fürst. Dann war es ein anderer Sergeant. So, jetzt noch so ein bisschen Techtelmechtel hier. Aber wir scheinen die erste Schlacht jetzt grob gesehen hinter uns gebracht zu haben. Voll gegen Schild gehämmert. So, jetzt haben wir von hinten erwischt. Nein, du wirfst keinen mehr ab. So, gut, der ist auch weg.
Und das war's jetzt. Sehr schön. Gut. Erste Schlacht ist geschlagen. Gucken wir uns mal an. Also zwei Tote bei uns. Nee, ein Tote bei uns. Zwei Verwundete so rum. Und ja, 200 Leute konnten wir deren Anzahl dezimieren. Das ist jetzt doch schon recht ordentlich. Und dementsprechend gehen wir jetzt, glaube ich, sogar mit voller Kampfeskraft rein. Kann das sein? Ja, nahezu voller Kampfeskraft. Gut. Haben uns doch die Kerl jetzt ein bisschen weniger Probleme bereitet, als ich zunächst befürchtet hatte. Weil es kann ja immer so eine Geschichte sein, wenn du dann von dieser Infanterie ein bisschen festge... Och Gott. Nee, Flüsse. Wenn du von dieser Infanterie dann doch ein bisschen festgetackert wirst, dann bist du echt ein gefundenes Fressen für irgendwelche Lanzenvorstöße von Kavalleristen. Das ist dann doch schon mal ekelig. So, der erste Vorstoß war schon relativ solide. Ich glaube, wir ziehen uns mal zurück und gucken mal einfach ein bisschen... Ah, nee, doch nicht. Da ist noch ein Armbrustschütze. Gut. Und von hinten kommt jetzt noch was. So, und hier sind noch durchaus ein paar Truppen, die man nochmal besiegen sollte. Ein bisschen Support könnte ich hier gebrauchen, Jungs. Dankeschön. So, jetzt ziehen wir uns mal ein bisschen wieder zurück. So. Und gucken jetzt mal einmal auf den Counter. 73. 76. Ja, durchaus. Also Hälfte ist schon ungefähr weg. Kann man mitarbeiten. So, da vorne haben wir jetzt wieder ein bisschen was. Da sollten wir wieder aushelfen. Autsch, shit, das war ein Speer, aber ich glaube, der hat nicht mal Schaden gemacht. Nee, der ist da eigentlich durch unsere Rüstung überhaupt durchgedrungen. Das ist schon peinlich. Frontal mit dem Spieß haust du drauf und prallst einfach ab und es klingelt an der Tür, weshalb ich mal eben ganz kurz unterbrechen muss. So, weiter geht's im Kontext. Wo haben wir es denn da? Ja, kleine Unterbrechung jetzt. Hat mich jetzt hier ein paar Minuten hier gekostet. Dementsprechend muss ich jetzt mal ganz kurz gucken, wie gesagt, wo wir gerade sind. Gibt's hier noch irgendwas zu tun oder alles auf Flucht schon? Na, scheint schon alles auf Flucht zu sein. Gut. Ja, das war's. Okay, sehr schön. Dann haben wir erstmal den Angriff auf Uxkal abgewendet. Können uns da jetzt natürlich dann erstmal dran bereichern gehen. Ach, nein, 21 Leute müssen natürlich noch jetzt hier unbedingt eine extra Schlacht haben wollen. Hey Gott. Können die einfach fliehen? Naja, gut. Muss man halt hinterher. Und danach können wir dann nach dieser Uxkal-Schlacht unsere Rekrutierungsrunde wieder aufnehmen. So, oh Gott, auch noch alles rekruten und, oh nein. Ey, wegen solchen Billo-Truppen auch noch, guckt euch das an. Das war der einfache Sturmangriff und wir sind jetzt schon, jo, alles tot. Ey, Gott, das ist doch das Futter für die Pferde nicht wert. So, jetzt können wir mal zählen, also ein Gefangener. Zwei Gefangene und zwei, die es schaffen zu fliehen. Sehr gut, also schleppen wir jetzt drei gefangene Grafen uns rum. Das dürfte denen jetzt nochmal ein bisschen Kampfkraft rauben. So, nochmal alles hier mitnehmen. Können wir überhaupt alles mitnehmen? Ja doch, können wir noch. Passt noch. Und das sind befreite Gefangene alles. 27 karawanische Wachen, alles klar. Weiß gar nicht, bei 27 davon, das könnte sich ja schon fast lohnen. Also die Bauern nehmen wir mit, die Bauersfrauen nehmen wir mit, die Fußsoldaten, die Scharmützler sowieso. Ja, 27 davon kann ich schon nicht ausschlagen. Die nehmen wir, glaube ich, doch schon mit. Das finde ich doch schon recht solide. Ah, okay, lass mal 20 machen. 20 stellen wir unseren Dienst. So, jetzt müssen wir das Inventar nochmal neu strukturieren. Ja, können Uxkal jetzt noch ein bisschen, vor allem an Nahrungsvielfalt, was gebrauchen. Ach ja, und ich muss noch gucken, wie es mit dem Leder-Dings aussieht. Ob da noch irgendwer den haben wollte. So. Okay, jetzt erstmal befördern. Ja, das hat sich durchaus gelohnt. Wir machen nämlich 8 Landsknecht-Schwertkämpfer noch daraus. Das war eine weise Entscheidung von uns. So. Außerdem machen wir so ganz klar Waffenknechte, um unsere eigene Truppe noch zu verstärken. Nur Lager Zivilisten und Wachmänner ist jetzt nicht so schlimm. Da kann man mit leben. So, jetzt erstmal Truppe. Wie sieht's hier aus? Ich glaube, du... Ja, ich glaube, du, Katrin, könntest das theoretisch gebrauchen, ne? Lass mal her sehen. 43... Also 48, 13, 43, 11. Ja, definitiv. Du kannst das gebrauchen. Boah, das ist schon eine solide Panzerung, würde ich sagen. Gut, sehr schön. Dann machen wir das so.
Dann jetzt rein nach Uxkal nochmal. So, geht zum Marktplatz. So, dann tauschen wir den ganzen Kram hier einmal ein. Gegen ein bisschen Nahrungsmittel. Okay, ich glaube, das ist noch zu teuer. Ja, wir müssen das gehärtete Ding wieder zurücknehmen. Und nee, beim Pferdehändler können wir es auch nicht absetzen. Wobei beim Pferdehändler müssen wir es gleich gucken. Schlachtrösser. Das könnte jetzt für unsere Truppe wieder ganz nett werden. Wir verkaufen es hier. So, okay. 11 fürstlich, die sind besser als unsere. Sofort eingepackt. So, jetzt haben wir also auch nochmal 2 an Panzerung gewonnen. Und ja, machen wir einen Haken hinter. Jetzt mal eben dann auf unseren Trupp blicken. Ich glaube, da können wir jetzt tatsächlich mal drüber nachdenken. Arithmena, wie sieht es bei dir aus? Fähigkeit Reiten ist bei 3. Nee, das reicht noch nicht. Da sollte ich doch noch mal drauf skillen. Und bei dir Fähigkeit Reiten. Die ist bei 4. Ja, das reicht. Der können wir, glaube ich, einen Schlachtross geben, der guten Katrin. Da gucken wir jetzt nochmal rein. Pferdehändler. Ja, genau, der können wir jetzt einen Schlachtross in der Hand drücken. Sehr schön. Also, komm mal her. Ausrüstung, das heißt, sie kriegt jetzt nochmal ein schönes Upgrade an allen Ecken und Enden und wird dementsprechend auch nicht mehr so leicht geschlagen. 9, 8, passt auch noch, ist auch noch ein Verbesserungspunkt. So, und die könnte nochmal ein bisschen Beinschutz gebrauchen. Ist ja auch nicht so schön, was die da hat. Ich glaube, da habe ich auch noch was gesehen von meinem Rüsthändler. Beinschutz, genau, Plattenstiefel. Und sind die Plattenstiefel, ja, die sind sogar besser als unsere. Also tauschen wir auch nochmal durch. So, können den Kram nochmal wegschmeißen. So, ja gut, die krummen Dinger, da muss ich dann nochmal bei den anderen gucken, ob die da auch noch was gebrauchen könnten. So, erstmal bei Madame hier die Stiefel austauschen. So, und wie sieht es bei unseren anderen Genossen aus? Na, das sind Plattenstiefel und das sind auch Plattenstiefel, gut. Also interessanterweise waren wir, glaube ich, sogar schlechter gerüstet als Arithmena und Manit. Gut, haben wir da jetzt schon mal einen Haken hintergesetzt. Inventar haben wir jetzt noch. Ja gut, die Stiefel kann ich irgendwann anders verkaufen gehen im Zweifel. Ne, geflüchtet ist hier keiner. Also ich habe mir einfach vorhin verzählt. Oh, wen doppelt gezählt, muss ja so gewesen sein. Gut, okidoki. Dann muss ich mal ganz kurz gucken, wie sieht es jetzt zeitlich aus. Das habe ich jetzt nämlich vergessen, mir aufzuschreiben. Weil ich vergesse das ja immer ganz gerne. Darf ich das jetzt nochmal sehen? Natürlich darf ich das jetzt nicht sehen. Ja, muss ich jetzt wieder gesondert öffnen. Ah, okay, gut. Ja. Wisst ihr was? Komm, machen noch ein paar Minuten drüber. Marschieren jetzt noch ein bisschen weiter hier. So, Jager wäre, glaube ich. Nee, stopp. Jager möchte ich ganz gerne noch mitnehmen. Rekrutieren dort auch nochmal was. Genau, es ist sehr schön zu sehen, dass wirtschaftliche Dörfer jetzt so weit ausgebaut sind. So, natürlich wird das Angebot ausgeschlagen. Und die 15 Gefangenen müssen wir jetzt mal dringend wegbringen. Hat doch ein bisschen schwere Last hier. So, machen wir daraus mal Landsknechts Armbrustschützen, Lagerjägerinnen, 2 Waffenknechte, Armbrustschützen, 3 Landsknechtschwertkämpfer und 2 Milizen. So, das Ding wird noch überfallen, ne? Das würde ja wieder eine Schlacht bedeuten. Oh Gott, ne, 12 Leute, die kriegen wir niemals. So, Ibra, noch Verbündner, ach gut, hat noch ein paar Waldbanditen hier drinne. Ja gut, dann retten wir euch von den Waldbanditen, dann werdet ihr geplündert leider von den 12 Leuten. Oh Gott, ey, das muss man sich mal vorstellen, von 12 Leuten. Ich könnte mir mit 12 Leuten gar nicht erlauben, irgendwas zu plündern. Also zumindest konnte ich mir am Anfang ja nicht, weil das Dorf dann viel zu viele Aufstände gemacht hätte. Da hätte ich doch niemals zum Plündern gekommen. So, mittlerweile auch schon die 320 erreicht. Yay, wieder eine runde Zahl. Auf 2 an Waffen. Ja, wie gesagt, also Fähigkeiten-Skill ist hier schon recht solide. Also was die Statistik angeht, sind wir auf jeden Fall weit vorne im gesamten Reich. Ja, können wir jetzt mal eben ganz kurz hier ausruhen. Und die, oh Gott. Ich dachte, die werden schaffen das hier, ohne dass irgendwer sterben muss. Tja, hätte mir jetzt gerade nicht an die Nase kratzen müssen, hätte der Typ überlebt. So ein Pech. Das schwere Schicksal eines Bauern. Der König musste sich an der Nase kratzen, deswegen ist er gestorben. So, weißes Angebot zurück. Plus 15 mittlerweile. Und das ist natürlich jetzt schon wieder erheblich. Ja, wir werden den mal ein bisschen vertreiben nach Norden, damit er zumindest nicht auf ganz so dumme Ideen kommt. So, verschwinde. Dann können wir jetzt hier noch die 5 Leute mitnehmen. Und jetzt nach Huluns rüber.
Und Vergil und das Sultanat haben Frieden geschlossen. Ja, das war sowieso der, ich glaube, unsinnvollste Krieg, den ich hier gesehen habe auf dem gesamten Feld. Hat er. Ne, also hier hat sich nichts getan, auf beiden Ecken nicht. Ja, sag ich ja, total unsinnvoll das Ding. So, auf nach Huluns. Ja, das sind ja wie unsere 12 Banausen. Verschwindet. Aus dem Auge, aus dem Sinn. So, 4 Rekruten. Wie viele haben wir mittlerweile? Oh, wir haben jetzt einen fast vollen Trupp. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt nach Pravin im Direktmarsch. Ja, jetzt kann er natürlich Huluns verheeren, dämlicher Penner. Das zahle ich dem auch noch irgendwann heim. So, ich höre Schlachte im Hintergrund. Da muss ich nachher nochmal gleich nachgucken. So, ein Fußsoldaten, 15 Milizen, 3 Schwertkämpfer, 2 Elite-Schwertkämpfer, Armbrust, Waffenknecht, Lagerverteidiger. Ja, das ist jetzt auch schon recht solide. Nur auch gefolgt von Klingenschwester. Und nochmal Landsknechts Armbrustschütze. So. Und das hier sind 5 gegen 5 von meiner Karawane. Jetzt wollte er echt mit seinen paar Leuten da die Karawane angreifen und schafft das fast nicht. Ja gut, dann machen wir da auch nochmal einen ganz kurzen Abstecher. Nehmen die nochmal hier eben auseinander. Und dann legen wir unsere Gefangenen ab. Gucken nochmal nach dem Sklavenhändler. Genau. So, wo reitet ihr denn hin? Sind die da? Was soll denn diese Aufspaltung hier? Naja, ach so, da sind sie, okay. So, einen haben wir, zwei haben wir. Nummer 3 und 4 und 5 laufen, glaube ich, in die Richtung hier. So, fehlt noch wer? Ich habe gerade einen Pfeil gehört, dementsprechend, da ich weiß, obwohl doch, wir haben ja Leute mit Pfeilen dabei. Ja, der muss da irgendwo hinten sein. Gut, den bekommen wir auf keinen Fall. Dann machen wir immerhin mal einen Haken hinter, beziehungsweise jetzt rasen die da runter. Ja, doch, da ist er. Aber da kommen wir wohl nicht rechtzeitig. Ne. WG Meisterschütze. Nicht schlechter Specht. So, okay, haben wir das. Ja, vielen Dank. Null Problemo, wenn er gerade sowieso hier direkt nebenan steht, dann will ich dafür sorgen, dass er auch eben kurz sicher nach Hause kommt. So, stationiert die Garnison. Das heißt, wir schmeißen kurz die Grafen raus, weil die auf gar keinen Fall verkauft werden. Gucken hier nochmal. Ja, ein paar Leute sind ja auch sowieso noch. Dementsprechend gehen wir jetzt mal in die Schenke und gucken mal nach einem Lösegeldvermittler. Und wir sind hier in eine Falle geraten. Jetzt, also da man es so normal nicht ausschalten kann, deswegen versucht man uns jetzt hier Fallen zu stellen. Auch schon ein bisschen peinlich. So, das war schon mit den Jungs. Hier ist keiner. Hier ist keiner. Heißt, wir müssen jetzt hier lang. Schild hoch. Nee. Man muss immer strategisch vorgehen. Da ist jetzt noch einer. Oh, da nicht. Und da auch nicht mehr. Genau, wir sind durch. Gut, okay. So, jetzt möchte ich aber bitteschön meiner eigenen Stadt dann doch nochmal zum Lösegeldvermittler. Dankeschön. Ach, gibt sogar direkt einen und einen Elite-Schwertkämpfer. Na, wir nehmen zwei von euch. So, Lösegeldvermittler. Holt mal das Geldsäckelchen raus. Dann wollen wir hier ein bisschen Profit wieder rausschlagen für uns. Ein paar Hunderter kann man ja immer auch mal mitnehmen. So, sehr schön. Raus. Stationieren Garnison. So, den nehmen wir auch noch mal ein paar Leute mit. So, das ist alles hier ein Grafen, 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 genau. Okay, 7 Leute haben wir noch. Die schmeißen auch noch eben raus. So, Geldsäckelchen. So, und dann machen wir einen Haken hinter die Geschichte. Haben alles abgeliefert, sind soweit in Ordnung. Ja, gucken noch mal hier, ob wir noch ein bisschen Nahrung finden. Können auch noch mal nach kurz sehen. Warenhändler, jo, bisschen Fisch. Den nehmen wir mit. Genauso wie den Salat und den Käse. So. Okay, dann würde ich sagen, sind wir durch für heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Genau, Plan beim nächsten Mal ist natürlich jetzt, unsere vollen Truppe dorthin abzuliefern.
Und dann je nachdem, wie es aussieht, vielleicht kriegen wir es ja schon hin, noch nach Rivardin zu marschieren, damit wir die Ostfront weg haben. Und danach können wir uns tatsächlich nochmal ansehen, wie weit und ob wir noch im Westen vordringen wollen oder eben nicht. Also grundsätzlich wirtschaftlich war jetzt die Situation ja, dass wir nur noch plus 200 machen so ungefähr, beziehungsweise plus 500. Abzüglich der 10.000, die wir bekommen haben, weil Burg Dramuk frisch erobert hatten. Dementsprechend wirtschaftlich ist das mittlerweile so eine Grenzgeschichte. Muss man mal gucken. Gut, aber wie gesagt, wir sind durch für heute. Ich bedanke mich für euch fürs Zusehen und würde sagen, ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal und haut rein. Tschüss. Bum, 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 bum. Danke fürs Ertragen des Videos für heute. Kannst du mir bitte sagen, ob dich das Filmchen freut? Daumen hoch und runter, die stehen dafür bereit. Und Kommis machen munter, die lese ich jederzeit. Kommst du zu der Entscheidung, du willst da mehr von sehen? Dann kannst du zur Beschreibung und zum Abo-Button gehen. Fandest du es scheiße, was deine Wahl der Qual? Ansonsten gute Reise und bis zum nächsten Mal.